Willkommen zu Oberösterreich aktuell am Dienstag. Das sind die Schlagzeilen von heute. Jan Fiesi, geht's nun weiter mit dem Wetter. Ja, Sie haben es gehört, es bleibt zumindest zeitweise sommerlich. Mal hoffen, dass sich das Wetter nicht geirrt hat. Ambros, Werger und Cornelius standen als österreichisches Gespann auf der Bühne der Burg Klamm. Austropop-Festival nannte sich dieses letzte Konzert der Sommer-Open-Air-Reihe der Burg. Wobei ausgerechnet die Künstler mit dem Titel Austropop nicht glücklich sind. Im Gegensatz zu ihren Fans. Für Sie geht's nach einer kurzen Werbepause weiter mit der Kultur auf LT1. Unter anderem sehen Sie die Eröffnung der Bruckner Tage und einen Filmtipp. Das Konzert, der französische Kinosommerhit von 2009, nun auch in österreichischen Kinos. Willkommen zur Kultur, schön, dass Sie mit dabei sind. Ich darf Sie heute aus dem Lentos Kunstmuseum begrüßen von der Triennale 1.0. Im Hintergrund sehen Sie eine Arbeit von Lorenz Estermann, ein Linzer Künstler. Und wir bleiben auch bei Linzer Künstlern, wechseln aber zu einem, der vielleicht jedermann ein Begriff ist, Anton Bruckner. Er ist unweigerlich mit dem Stift St. Florian verbunden. Dort wurden vergangenen Sonntag die Bruckner-Tage eröffnet. Ja, und auch im nächsten Beitrag geht es um die Liebe zur Musik. Vorab möchte ich Sie aber etwas bilden. Dem Sabot oder Sabot-Holzschuh verdankt das Wort Sabotage seine Herkunft. Nach einer Legende warfen Arbeiter während der industriellen Revolution aus Protest Sabots in Mäh- und Dreschmaschinen. Ja, und Sabotage ist es auch, wenn man einen Dirigenten nicht dirigieren lässt. Darum geht es in dem Film Das Konzert. Das Konzert, sehenswert. Ja, haben Sie aus dem Kaffeesatz schon mal Ihre Zukunft gelesen? Ich sage Ihnen was, ich lese aus dem Kaffeesatz nur noch die Vergangenheit. Ja, das war's von der Kultur von der Triennale 1.0 im Linzer Lentos. Das und noch viel mehr kann man hier sehen. Hier übrigens eine Arbeit von Hans Schabus, erinnert ein wenig an Escher, oder? Auf Wiedersehen.